Hallo meine lieben Freunde, ich hacke ja dauernd auf der deutschen Popmusik herum und wie grauenhaft, schrecklich und furchtbar ich diese von der Industrie gelenkt und installierte Musik eigentlich finde. Ich werde mich demnächst mit einem Video entschuldigen, ja, in dem ich deutsche Popbands ehren möchte, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten und wirklich gut sind. Ach so, und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Heaven Shall Burn für Platz 1 der Charts. Und ihr als Zuschauer habt sicherlich auch noch eine große Rolle gespielt, das zu entscheiden, also bravo. Und Till Lindemann hat glücklicherweise nun doch kein Corona, aber er musste trotzdem beatmet werden, befindet sich aber wieder auf dem Weg der Besserung. Also es war tatsächlich ernst, daran hat sich nichts geändert, nur die Ursache war scheinbar eine andere. Ihr kennt mich und ihr wisst, wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann muss ich ein Video drüber machen. Vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo man quasi ja die meiste Zeit zu Hause irgendwie ausharrt. Ja? Heute muss ich nochmal ein negatives Video machen und zwar eins mit dem Untertitel "Ich hab's euch doch schon immer gesagt". Ja? Ich möchte, dass es endlich bei allen ankommt, die das Problem mit Xavier Naidoo immer noch herunterspielen. Der Mann vertritt Reichsbürgerideale und treibt die Spaltung einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft voran. Xavier Naidoo hat nie ein Hehl aus seinen Ansichten gemacht. Ja, bereits 1999 sagte er dem Musikexpress Folgendes. Ja, bevor ich irgendwelchen Tieren oder Ausländern Gutes tue, agiere ich lieber für Mannheim. Der Interviewer hakt dann nochmal nach, sagt dann so, Xavier, der Rassist. Und Naidoo sagt dazu, ich bin ein Rassist, aber ohne Ansehen der Hautfarbe. Ich bin nicht mehr Rassist als jeder Japaner, auch was genau er jetzt damit meint. Da ging es, glaube ich, irgendwie auch gegen sein Label. Krude, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Kommentar jahrzehntelang stillschweigend auf zu viel Dope oder was auch immer geschoben wurde. Aber mit solchen Aussagen wird es zum Beispiel für eine Metalband schwierig werden, irgendwo nicht von der Antifa blockiert zu werden bei einem Auftritt. Ja, und das ist nicht der einzige Kommentar in dieser Richtung, den Naidoo so von sich gegeben hat. Und Naidoo verkauft weiterhin zigtausende Alben. Ja, er spricht auf Reichsbürger-Demos, auf denen er sich als Botschafter der Liebe hinstellt, aber eben auch davon, dass Deutschland eine GmbH sei, dass es besetzt sei, dass wir kein freiheitlicher Staat wären und dass man dagegen vorgehen müsse. Ja, nun ist er vor wenigen Tagen aus der Jury bei DSDS geflogen, zu Recht, denn was er in dem geleakten Video von sich gibt, hat wenig mit der Liebe zu tun, für die er doch angeblich spricht. Meines Erachtens ist das vielmehr der Anfang als das Ende der Geschichte. Aber bevor wir uns in diesen Sumpf begeben möchte ich durch diese negativen Dinge erzeugte Reichweite für einen guten Zweck nutzen. Wir haben mit von Teeling eine Charity-Aktion für Musiker und Musikerinnen laufen, die durch die Corona-Krise in ihrer existenziellen Grundlage bedroht werden. Kauft ein Merchandise-Produkt unter dem Hashtag Don't Let Music Die, ja, und 100% des Gewinns werden an Organisationen zur Hilfe von Musikern gespendet. Ihr könnt auch direkt überweisen oder spendet einfach direkt an Projekte und Organisationen, die helfen für jeden Bereich, der gerade irgendwie unter Feuer steht. Ja? We stand together. Links findet ihr dort unten. Und wenn ihr gerade selber betroffen seid, dann helft uns, indem ihr die Aktion über von Teeling teilt. Ja, ich denke, solidarisch sein ist gerade das Wichtigste in diesen Tagen. So, und nun zurück zum wohl umstrittensten Sohn Mannheims. Ich würde euch das Video, um das es hier seit Wochen geht, gerne hier teilen, aber aus urheberrechtlichen Gründen, ihr wisst, lasse ich das mal lieber bleiben. Es wurde damals in einer Telegram-Gruppe geteilt und sollte eigentlich privat bleiben, also so zumindest denkt man. Ne? Zu hören Ausschnitte aus dem neuen Album, das Naidoo veröffentlichen will. 3 Wochen nach dem Anschlag in Hanau, davon zu hören, dass jeden Tag ein Ausländer einen Deutschen umbrächte, das ist nicht nur falsch, das ist auch gefährliche Propaganda. Das Video endet mit dem Appell, lasst uns das beenden und zwar nun. Ihr seid verloren. Ich verstehe diese Message sehr deutlich, aber ich zitiere hier lieber den Bell Tower, was man davon halten soll. Es bleibt der Fantasie des Zuhörenden überlassen, wie jetzt was beendet werden soll. Der ein oder andere wird darin sicherlich einen Aufruf zur Gewalt verstehen, verkleidet mit der Legitimation der Selbstverteidigung. Solche Worte aus dem Mund eines Menschen, der davon spricht, dass es ihm ja eigentlich nur darum geht, die Liebe zu verbreiten. Tja, nun, Politiker sind in seinem Narrativ auch gerne Marionetten und Volksverräter. Weiß nicht, also es eigentlich, das kommt schon aus einem speziellen Lager, ne? Im Zuge der Aussagen innerhalb dieses Videos wurde ihm dann von RTL am 11.03. gekündigt. Gegen ihn läuft eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung und in seinem Lied mit Kool Savas setzte er Homosexuelle mit Pädophilen gleich. Der hat jetzt seinerseits die Reißleine gezogen und gestern das Kollaborationsalbum mit dem Mannheimer abgesagt. Das zweite, das Vorgängeralbum, hat sich über 200.000 Mal verkauft. Ja, aber ich glaube,
Darauf möchte er jetzt verzichten. Ich will all die ganzen Beweise für sein gefährliches, krudes Denken gar nicht so ausführlich hier ausrollen. Ja, das verlinke ich euch da unten in Quellen, damit ihr euch da noch ein bisschen reinlesen könnt, falls es euch interessiert. Jetzt ist ein weiteres Video aufgetaucht, das ich sehr interessant finde, und zwar mit einem Journalisten, der wohl als Verschwörungstheoretiker gilt. Und in diesem Video geht es natürlich auch um den Rauswurf aus der Sendung und warum der Künstler das überhaupt mitgemacht hat. Ne? Ist ja eigentlich anti-amerikanisch eingestellt. Ne? Schließlich kann sich ja jeder denken, wie das alles ausgeht, wenn man sowas produziert und eigentlich gegen diese ganze Institution wettert. Und seine Aussage war, es sei interessant gewesen, wie das alles funktioniert. Und er versteht sich gut mit Dieter Bohlen und wollte mit seiner Expertise die Show bereichern. Aber da kann man dann, glaube ich, mit so einer Meinung, die ich da vertrete, wahrscheinlich nicht so gut agieren. Aber das nehme ich niemandem übel. Ich muss aber trotzdem einfach weiterhin zu meiner Meinung stehen und meine Meinung sagen können. Und wenn ich dadurch Nachteile habe, dann ist das halt so. Ich meine, das klingt erstmal gut, aber es ist natürlich klar, dass es eine gewisse Provokation von Anfang an war. Und Naidoo hält sich jetzt für den Märtyrer des freien Wortes. Er glaubt daran, dass er als Heilsbringer agieren muss und seine Botschaft verbreiten soll. Ja, und dabei agiert er geschickt, denn jetzt kommt's, im Interview sagt er: Außerdem wusste ich, dass es mit dem Album, das ich jetzt hier habe, auch ein Album habe, würde ich mal sagen, wo ich danach vielleicht nicht mehr die Chance bekomme, in so einer Show mitzumachen. Und deswegen habe ich die Chance wahrgenommen. Das heißt, ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht. So, so. Herzlichen Glückwunsch, RTL. Mit ein bisschen Verstand und Recherche hättet ihr verhindern können, diesem Menschen die Steigbügel zu halten für das Vertreiben des patriotischen Albums, so betitelt er es, das er jetzt rausbringen will. Ja? Das alles war nichts anderes als eine gezielte Propagandaaktion für dieses patriotische Album. Die Auszüge, über die sich ganz Deutschland empört hat, stammen nämlich daraus. Und mit diesem Eklat hat er es geschafft, sich als das Opfer dieser amerikanisierten Kultur darzustellen. Ja? Naidoo hat sich ja jahrelang gegen diese amerikanische Medienkultur ausgesprochen. Auch RTL steht dafür. Und für mich ist klar, dass Naidoo von Anfang an diesen Ausweg geplant hat. Woher der Leak des Videos kam, ist nämlich nicht bekannt. Ja, vielleicht hat er es nämlich auch selber geleakt. Wer weiß. Vielleicht ist das ja eine Verschwörungstheorie. Ja, vielleicht stellt er sich mittlerweile auch so deutlich auf die Seite der besorgten Bürger, weil er nicht mehr ansatzweise an seine alten Erfolge anknüpfen kann und hier eben noch Leute findet, die ja, seine Musik kaufen wollen. Dazu sei jetzt nichts. Also zu der Musik. Ja, er hat gerade bewiesen, dass er durchaus eiskalt taktieren kann mit dieser RTL-Geschichte. Ich muss sagen, diese Reichweite kriegt er von mir jedenfalls noch einmal, aber nur um deutlich zu machen, dass er eben kein harmloser Schnulzensänger ist, wie es in den Köpfen so vieler Leute eben noch verankert ist. Können wir diesen Künstler bitte ein für alle Mal auf dem Abstellgleis verirrten Geschmacks stehen lassen? Das wäre wirklich toll. Ja? Erzählt's auch eurer Mutti, ja, die Söhne Mannheims-Fan war und das so jetzt nicht wahrhaben will, beispielsweise. Mal ein Statement von mir. Musste mal raus. Damit ist dieses Thema hoffentlich auch begraben und beerdigt und beendet für alle Zeit. Ich hoffe, dass es Naidoo jetzt nicht mehr so einfach möglich ist, ohne hinterfragt zu werden, irgendetwas von sich zu geben und das stehen lassen zu können, wie es in den letzten Jahren leider viel zu oft vorgekommen ist. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Was ist eure Meinung zu Xavier Naidoo? Schreibt es mir dort unten in die Kommentare. Sollte man ihn und seine freie Meinungsäußerung so durchgehen lassen? Ist das in Ordnung, was er von sich gibt? Oder erfüllt das wirklich schon den Tatbestand der Volksverhetzung und sollte unbedingt unterbunden werden? Schreibt es mir dort unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf diese Debatte. Wir hören uns dann im nächsten Video und vielleicht sehen wir uns auch. Also ihr seht mich, ich euch zwar nicht, aber ich stelle mir einfach vor, dass ihr immer bei mir seid. Ja? Also dass ihr so diese ganzen Stimmen in meinem Kopf, dass die alle von euch kommen. Bis dann, Tschüssikowski.